So, Aufstiegstrainer Wolfgang Krebs, 2:0 in Kirchheim. Haben Sie das erwartet, dass es so einfach geht? Oh, einfach war es nicht, aber ich glaube, die Verletzten, die sie dann auch noch im Spiel dazu gekriegt haben, ich glaube, die erste Viertelstunde war zum Überstehen. Und wieder ein Mittelstürmer sich auch noch verletzt hat, der, ja, glaube ich, so ein bisschen die Lebensversicherung mit ihm ist. Haben wir auch gemerkt, dass wir immer mehr Vertrauen wieder haben, aber ich glaube, wir haben jetzt über die 180 Minuten gezeigt, dass wir schon die Qualität haben, dass wir das Spiel gewinnen können und auch die Relegation hier überstehen. Und ich glaube, dieses Jahr ist auch verdient. Also der Mannschaft da ein Riesenkompliment, wie sie da dagegen gehalten haben. Und letztendlich, glaube ich, haben wir sehr verdient gewonnen. Ich müsste jetzt keine Torschancen in den 90 Minuten, wo man zittern musste, aber es ist unsere Qualität gewesen dieses Jahr, auch die Abwehr. Am Schluss haben wir uns nochmal belohnt jetzt dafür und ja, jetzt werden wir es ein bisschen genießen und feiern. Da wollte ich gerade drauf raus, jetzt so lange ist es alles vorbei, jetzt wird natürlich richtig gefeiert heute Abend, oder? Ja, aber die Jungs haben am Donnerstag auch hier Bier getrunken. Wir haben nach jedem Spiel unser Bier getrunken. Ich glaube, das gehört einfach auch in unserer Liga noch dazu, dass auch dieses Gemeinschaftliche, ich glaube, Olgen hat es ja auch immer schon mal gesagt, dass einfach man zeigt, ob man eine Mannschaft ist in guten und schlechten Spielen, und das haben wir auch in den Spielen in der Rückrunde gehabt. Aber wir haben natürlich unter der Woche auch immer aufgearbeitet, wo die Probleme waren, wo wir noch einen draufsetzen müssen. Letztendlich hat sich jetzt ausgezahlt mit den Spielern in der Rückrunde, die auch in der Vorbereitung im Trainingslager dabei waren, dass wir am Schluss den Sack zugemacht haben. War ein schwierigerer Weg wie die Meisterschaft, aber ich glaube ein schöner Weg, wenn man viermal vor einer geilen Kulisse spielen kann wie hier. Und für die Jungs ist es natürlich auch immer schön, eine Relegation. Und